Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Gesundheit der Menschen hat immer Priorität. Die AfD hat medizinisch derzeit keine gesicherten besseren Erkenntnisse als die Berater der Bundesregierung. Wir unterstützen daher Maßnahmen der unmittelbaren Existenz- und Gesundheitsfürsorge, etwa die Milliardensummen für die Krankenhäuser und Kleinunternehmer, sowie Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie. Corona-Patienten in Krankenhäusern oder heute noch Gesunde, die aber morgen Corona-Patienten sein könnten, müssen sich also keine Sorgen machen, dass ihre Behandlung am Geld scheitert, etwa für Schutzausrüstung oder Beatmungsgeräte. Zugleich sind aber viele der heute von der Bundesregierung vorgeschlagenen Shutdown-Maßnahmen nicht nur einschneidend, sondern in der Nachkriegszeit präzedenzlos. Minister Scholz hat es ja mehr oder weniger auch bestätigt. Und schon nach wenigen Wochen sind diese Maßnahmen ihrerseits für viele Menschen existenzgefährdend. Es geht hier explizit nicht um das völlig unbestritten erforderliche Unterbinden von gefährlichen Corona-Partys. Und auch die temporäre Minimierung der Sozialkontakte, so hart das auch ist, wird von der AfD derzeit mitgetragen. Doch wir müssen weiterdenken. Ein ganzes Land in Stillstand zu versetzen, führt schon nach kurzer Zeit für viele Menschen und Unternehmen zu zum Teil irreversiblen Folgewirkungen. Psychische Belastungen durch Freiheitsbeschränkungen, Betriebsschließungen, finanzielle Notlagen durch Entlassungen, von Eingriffen in Bürgerrechte und Eigentum ganz zu schweigen. Es ist eine Illusion, dass staatliche Gelder, also Steuergelder der Gesellschaft selbst, auch nur annähernd ausreichen könnten, die derzeit fast völlig unterbundene Wertschöpfung des Privatsektors zu ersetzen. Die deutschen Unternehmen erwirtschaften Werte in Höhe von 3,5 Billionen Euro pro Jahr, also jeden Monat 300 Milliarden. Der Staat könnte selbst nur die Hälfte davon mit dem heute vorliegenden gewaltigen Maßnahmenpaket noch nicht einmal für 6 Monate ersetzen. Darum ja, heute muss sich noch alles den medizinischen Notwendigkeiten unterordnen. Doch die Maßnahmen müssen angesichts der horrenden finanziellen, psychischen und gesellschaftlichen Folgen des aktuellen Stillstands in sehr kurzen Abständen immer neu hinterfragt werden. Durch uns, den Gesetzgeber. Auf Basis eines sich ständig ändernden Erkenntnisstandes, etwa zur Entwicklung von Impfstoffen oder zu hoffentlich bald zurückgehenden Fallzahlen. Einige Entwicklungen im Ausland lassen ja hier etwas hoffen. Daher unser Generalantrag zur heutigen Debatte auf enge zeitliche Befristung vieler Maßnahmen, dem ich Sie im Interesse Deutschlands inständig bitte, zuzustimmen. In 3 bis 4 Wochen wird die erste Spitze, ich betone, die erste Spitze der Corona-Pandemie vorüber sein. Die seit einigen Tagen nach langem Zögern der Regierung nun verfügten Maßnahmen des Shutdowns und der Grenzschließungen werden natürlich greifen. Die Intensivstationen werden dann das Schlimmste hinter sich haben. Übrigens machen unsere Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Krankenhausschwestern einen exzellenten Job, sodass es bislang in Deutschland erheblich weniger Tote gibt als prognostiziert. Dafür von hier aus vielen herzlichen Dank. Die Corona-Krise wird dann im April zwar leider noch nicht überwunden sein, aber trotzdem wird bei laufenden volkswirtschaftlichen Schäden von über 50 Milliarden Euro pro Woche ein Wiederhochfahren des Landes unumgänglich sein, ein langsames. Unser Antrag schafft die Voraussetzung dafür, dass der Bundestag dem Land diese meines Erachtens lebensnotwendige Option erhält, ebenso lebensnotwendig wie die direkten Maßnahmen gegen Corona. Die Alternative für Deutschland nimmt somit heute ihre Verantwortung in Zeiten der Pandemie wahr. Doch wir fordern unbedingt eine zeitliche Begrenzung und Überprüfung der heutigen Corona-bedingten Eilmaßnahmen, je nach Änderung der Lage. Der Bundestag soll sich bis zur Überwindung dieser Gesundheitskrise regelmäßig damit beschäftigen, ob und welche Maßnahmen noch absolut zwingend sind und wie der Gesamtplan und der Ausstiegsplan der Bundesregierung aussieht, den das vorliegende Gesetzespaket nicht ansatzweise darstellt. Die AfD lässt die Menschen nicht im Stich, weder die Alten und Kranken in den Intensivbetten, noch die Kurzarbeiter, noch die Arbeitslosen in den derzeit geschlossenen Betrieben. Das tragen wir alles mit, teilweise haben wir es schon mitgetragen. Aber die Regierungshybris der totalen Steuerung und Finanzierung der ganzen Gesellschaft durch einen allgewaltigen Staat ist schon in normalen Zeiten verfehlt, bei der Corona-Krise erst recht. Dauerhaft kann nur eine wieder anlaufende Privatwirtschaft
die Summen erwirtschaften, die man für eine optimale Gesundheitsversorgung der Menschen benötigt. Von nichts kommt nichts, Strom kommt nicht aus der Steckdose und staatliche Hilfsgelder kommen real nicht aus einem KfW-Kreditschöpfungsprozess, sondern just von den Steuern eben jener Menschen, die ja eigentlich selbst mit diesem Geld gesund erhalten werden sollen. Man kann sich nicht dauerhaft aus einer Krise drucken. Das Land muss wieder selbst ans Wirtschaften kommen, nach unserer Rechnung nach spätestens 3 Monaten, wenigstens langsam. Das deckt sich übrigens auch mit den Schätzungen des Sachverständigenrats der Bundesregierung selbst, von dem irgendwie heute in dieser Debatte noch keine Rede war. Auf Dauer ist nur eine halbwegs vermögende und freie Gesellschaft auch eine gesunde Gesellschaft. Überschuldete, verarmte Länder waren überall in der Welt und der Geschichte auch gesundheitlich angeschlagene Länder mit geringer Lebensdauer der Menschen. Die Kollateralschäden des jetzigen Shutdown-Zustands werden schon in wenigen Wochen untragbar für die Wirtschaft und unerträglich für die Menschen werden. Stimmen Sie darum bitte unseren Anträgen auf enge Befristung und regelmäßige Überprüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Dobrindt, CDU/CSU. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Krise wird tiefe Spuren bei Wirtschaft und Gesellschaft in unserem Land und in Europa hinterlassen. Ja, und dabei ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, dass wir die Folgen mildern im medizinischen, im sozialen, im wirtschaftlichen. Und dabei wird sich ja nicht alles verhindern lassen und es wird sich auch nicht jedes Problem lösen lassen. Aber wir werden alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen. Wir haben die Kraft, in diesem Land solidarisch zusammenzustehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist dieses Gesetzespaket, was wir heute verabschieden, der größte Solidarpakt unserer Gemeinschaft seit der deutschen Wiedervereinigung. Und der Blick, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine Damen und Herren, heute hier ja auch in den Plenarsaal in Kombination mit dem Gesetzespaket, das wir verabschieden, das gibt den Eindruck unserer Situation ziemlich genau wieder. Wir gehen in diesen Tagen auf Abstand, man kann es hier sehen, aber Politik, Gesellschaft und Wirtschaft stehen eng zusammen. Das ist der Auftrag auch aus diesem Gesetzespaket. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir nehmen diese Krise, die wir uns nicht ausgesucht haben, in all ihrer Härte an und werden sie mit aller Kraft bekämpfen. Und in Krisensituationen, wir haben ja in der Vergangenheit schon auch einige hinter uns gebracht, da wird immer gerne über die Systemrelevanz gesprochen. Und gerade erleben wir jeden Tag, was Systemrelevanz in unserem ganzen Land vor Ort bedeutet. Es sind die Menschen in ihren Berufen, es sind die Krankenschwestern, die Ärzte, die Supermarktkräfte, die Polizistinnen und viele mehr. Meine Damen und Herren, wenn unser ganzes Land runterfährt, müssen diese Menschen richtig rauffahren. Und es kommt deswegen jetzt mehr denn je auf diese Menschen an. Das ist hier schon mehrmals heute erwähnt worden. Ich hoffe nur, dass diese Erkenntnis auch über die Krise hinweg andauert, meine Damen und Herren. Danke. Dankeschön an alle, die hier ihre Arbeit leisten.